Hallöchen und herzlich willkommen zu Part 44 von The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, im letzten Part bin ich ja hier an der Stelle gefailt. Jetzt habe ich noch bin ich wieder hierher gewandert. Natürlich bin ich auch dementsprechend bestraft worden, weil mein Speicherstand ist schon 5-6 Minuten her, als wir da hinten gegen die Erdrungenen gekämpft haben. Und da habe ich das tolle Schwert, das ich im letzten Part bekommen habe, natürlich nicht bekommen. Da habe ich mich natürlich sehr, sehr gefreut. Könnt ihr euch vorstellen. So, und jetzt sind wir nochmal hier. Und ich wollte es doch noch. Einmal will ich es versuchen. Ich kann es einfach nicht aufgeben. Ich will das jetzt mal schaffen. Ich werde mich immer ein bisschen zurückziehen, mal ein bisschen defensiver kämpfen. Das muss mir doch irgendwie gelingen. Das kann doch alles nicht so schwer sein. So, komm her. So, und ich habe da unten mal Donner wieder ausgewählt. Die Angriffskrafterhöhung. Die habe ich auch jetzt gerade reingemacht. Und jetzt hoffe ich, dass wir dadurch ein bisschen mehr Schaden machen. Hoffe ich. So, komm. Dass wir mal welche down kriegen hier. Ah, nein. So, das läuft doch schon ein bisschen besser. Nein, nein. So, nerv nicht. Nerv doch mal nicht rum. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Oh, jetzt kriege ich gleich einen Pfeil ab. So ist es doch, oder? Oh. So, oh, jetzt habe ich schon fast gedacht, das wäre gut gewesen. Komm, holen wir uns mal da ein bisschen Heilung ab. Der Donner ist, glaube ich, nicht mehr aktiv, oder? Ja, genau, jetzt nicht mehr. Ich schaue mal wieder rein. So, komm, schwerer Angriff mal. Ich muss doch mal Treffer landen, das gibt's doch nicht. So, komm. Du wirst es nie lernen. Komm, bleib dran. Sehr schön. So, das sieht doch schon sinnvoller aus. Das kann doch echt nicht wahr sein. Gut, wir sind wirklich nur Stufe 6, ne? Das sind alles ein bisschen hochstufigere Charaktere. Muss man halt auch sagen. Nur, dass das mal klar gesagt ist. So, und jetzt habe ich mich ein bisschen heilen können an denen. Oh, Mann. Ja, genau. Nicht auf meine Augen, bitte. So, sehr schön. Geht doch, ey. Das stelle ich mich aber auch an, ey. Das kann doch echt nicht wahr sein. So, und jetzt heile ich mich an dem mal. Genau. Schlag mich einmal. Da stehe ich drauf. Bam. Bam. So ist es. Und tschüss, Kollege. Ich hoffe, dass mit der Aufnahme jetzt alles klappt. Weil Task Manager ist jetzt wirklich mein Aufnahmegerät. Kostet heute, warum auch immer, mehr Leistung als sonst. Das muss man auch mal irgendjemand erklären. Keine Ahnung, was das soll. So, hier finden wir auf jeden Fall noch einige Schwerter, die anscheinend aber nicht so gut sind. So, ich würde das jetzt echt gerne mal hier geregelt bekommen. Ja, all möglicher Kram, der uns wahrscheinlich nicht sonderlich weiterbringt. Und wir sind überbelastet. Oh. Bah. Ja, wir brauchen definitiv mal bessere Satteltaschen für unser Pferdchen. Ist das da unten das? Das wollte ich mir nur mal gerade ansehen. Satteltaschen. Hallo? Nee. Wo springst du denn hin? So, spring jetzt bitte hier runter. Satteltaschen. 20 Ausdauer? Nö. Das ist das... Achso, nee. Das sind ja immer nur Sattel. Satteltaschen werden dann meine Ausrüstungsplätze dann da erhöhen. Keine Ahnung, habe ich hier noch gar nicht. Also vergesst das einfach, was ich gesagt habe. So, haben wir jetzt hier irgendein gutes Schwert? Irgendwas Gutes mal bekommen? Nee, das ist alles absoluter Käse, ne? So, also können wir es auch wieder wegwerfen. Wegwerfen. Das ist auch Käse, kann auch weg. Ist da gar nichts dabei, was irgendwie mal Sinn macht? Das ist doch grottenschlecht, das Ding. So. Ich orientiere mich jetzt auch ein bisschen an den Werten, was es so kostet. Handball kann weg. Ja, jetzt wäre ich natürlich nicht mehr überbelastet. Trotzdem kann diese novigradische Langschwerter können auch weg, weil die sind viel zu schwer. Naja. Es läuft ja jetzt etwas besser, behaupte ich mal. So, und jetzt hoffe ich, dass ich jetzt auch die nächsten Kämpfe dahin bekomme. Oh, da kommt schon der nächste Gegner. Ich wollte gerade noch abspeichern, aber das kann ich wohl vergessen. Das ist nicht dein Tag. Nee, es ist nicht dein Tag. Komm her. So, und jetzt hoffe ich, dass da nicht wieder 93.000 Feinde kommen. Ah, es wird aber wahrscheinlich so kommen. Es werden wieder 93.000. So, tschüss, Kollege. So, nächster, bitte. So, ich muss jetzt schneller da dranbleiben, die down bekommen. So, bam. Nix, ich gebe nicht auf. So, bam. Ah. Ah, das sind schon die nächsten Kollegen. Nein, nein, genau. So ist es schön. Sehr schön. So, bleib mal einfach dran. Einfach voll smashing. Smashing. Oh, das war ja klar. Buschkämpfe sind nicht so meins. Ja, genau. Komm, ich muss mich aufladen. Sehr schön. Hast du gut gemacht. Und tschüss, Kollege. Ey, was habe ich mir das letzte Mal so schwer getan? Gut, da bin ich mitten in die Reihen gerannt. Das war natürlich auch nicht so clever. Hier hätten wir auf jeden Fall eine Schnellreisefunktion, Schnellreisepunkt. So, und da kommt der nächste Ballermann, der Pfeilmann, wie ich es immer so schön nenne. Ja, Erfahrungspunkte bekommt man hier fast gar keine für die Gegner. Das lohnt sich fast gar nicht. So. Nächster Pfeilmann, bitte down.
So ist es. Der zaubert, der Bastard. Oh nein, kommt von hinten. Jawohl, da ist keine Verteidigung am Start. So ist es. Zu viele Feinde. Zu viele Feinde. Mach dein Zauber, Mann. Was machst du denn? Oh ja. So, ausweichen ein bisschen. Machen wir ein bisschen den Mech-Sprung. Oh, mein Schwert ist schon wieder angeschlagen. Oh, das ist doch nicht wahr. So, komm, dranbleiben. Dranbleiben. Sehr schön, ein bisschen aufladen. So, komm, jetzt schaffen wir das hier mal. Geht down, Mann. Oh, das gibt's doch nicht, ey. Die sind echt nicht... Die sind nervig. Tschüss. Jawohl. Kollegen. So, hoi, hoi, hoi. Jetzt hoffe ich, dass das in der Aufnahme auch wirklich mal drauf ist. So, da haben wir nochmal irgendeinen Quatsch gefunden. Ich bin gleich wieder überbelastet. Kleiner Knüppel. Und ja, ich nehme alles mal auf und dann kann ich es ja später auswerten. Wenn da gleich oben steht, dass ich überbelastet bin. Müsste eigentlich relativ gleich passieren. Andere Frage ist, hier muss hier irgendwo noch ein Schatz sein. Ah, der ist hier in der Mitte wahrscheinlich. Sieht man ja auch schön auf der Karte. So, und dann sind wir mal gespannt, was wir hier finden. Aufnehmen. Was ist das? Piratennotizen. Die Schätze der Königin Suleya. Aha, also geht's hier noch weiter. Die Quest könnten wir verfolgen. Lesen wir uns das mal durch. Das muss ja dann eigentlich ein Questgegenstand sein im Inventar. Hoffe ich doch mal, dass das so ist jetzt. Piratennotizen. Gestern haben wir eine Silberschale und eine Rubinbrosche auf dem Grund gefunden. Königin Zuleikas Schatz ist also wirklich irgendwo dort unten. Vielleicht im Laderaum eines der Schiffswracks vor der Westküste. Aber wir können sie uns im Augenblick nicht ansehen. Zu viel Seegang. Wir müssen warten, bis sich das Meer beruhigt hat. Wir schlagen ein Lager auf. Oh je, soll man das echt versuchen? Ich mache mal recht das Dick rein. Setze deinen Hexersinn ein, um den versunkenen Schatz zu finden. Das kann ja mal wieder was werden. Oh je, ich habe so meine Befürchtungen. Ich könnte natürlich jetzt zuerst mal ins Dorf reisen und mal ein paar Sachen abgeben. Wäre vielleicht... Oh, was haben wir da unten? Ich gehe mal gerade... Oh ne, da hinten sind wieder irgendwelche Geräusche. War das ein Schatztruhe? Ne. Oh ne, Geräusche ist gar nicht gut. Und hier ist es relativ dunkel. Kreuzdorn. Das muss man doch auch mal finden. Ah doch, hier können wir was finden. Silbererz, Pechdraht, Schimmerkett, Warnisches, Kambisbohnen und Biesabsud. Holen wir natürlich alles gerne mit. Ganz nützlicher Kram. Biesabsud, was auch immer das bringt. So, ist natürlich jetzt die Frage, macht das Sinn, den Schatz da suchen zu gehen? Ich will jetzt eigentlich nicht down gehen gleich. So, hier ist noch was zu finden. Genau, Zutaten, nochmal ein bisschen Kreuzdorn. Gucken wir uns mal ganz kurz noch der Absud an. Ich habe halt die Angst, dass dort unten Feinden auf mich lauern. Im Wasserkampf bin ich absolut noch nicht geübt. Das können wir schon mal definitiv festhalten. Wie sieht's von... Oh ja, ich bin noch vollgeladen. Ich müsste eigentlich wirklich noch ein bisschen was ja, wegbringen zuerst. So, Biesabsud. Was ist das? Erhöht das Gewicht, das der Hexer tragen kann, ohne überlastet zu sein. Oh, das ist ja eigentlich ganz cool. Fehlt uns eigentlich nur ein Biesmuttergen. Dann könnte man das Ding schon tragen. Dann wäre es eigentlich ziemlich sinnvoll. Wäre gerade jetzt sinnvoll, aber egal. Ich reise noch mal kurz in die Stadt zurück. Jo, hier liegen noch etliche Leichen rum. Sachen, die ich noch looten kann. Nee, ich reise zurück. So, wo sind wir denn hier? Das merke ich mal. Und dann werden wir gleich noch mal hierher gehen. Oh weh, da sollen wir hin. Ach du Gott, das kann ja was werden. Das wird nichts, das können wir eigentlich schon festhalten, ne? Na egal. So, noch mal zu Mittelhain. Ja, drückt mir die Daumen, dass das mit der Aufnahme jetzt klappt, dass da nicht das Programm wieder Schwierigkeiten da einbaut. Das wäre echt super nervig heute. Oh, gerade mit den Kämpfen da, Wahnsinn. So, da ist wieder ein Händler oder sowas, echt. Und da war ja noch irgendwo ein Schmied. Was kann der Händler da? Ne, der läuft hier rum. Händler? Kaufmann. Echt? Na komm, dann zeig mal, was du kannst. Ein Amulett! Bezua, ein paar Schildkrötensteine. Nö, nee, ich will eigentlich nur was verkaufen. Was hast du sonst noch anzubieten? Zähne von Leichen und Nierensteine. Bewährte Mittel für harte Zeiten. Jo, ist klar. So, was haben wir denn anzubieten? Macht er uns bessere Preise als ein Schmied bei den Waffen? Ich glaube hier mal nicht, ne? Können wir schwer davon ausgehen.
Die Dinge da haben auch alle ein Gewicht, das ist natürlich auch nervig. Ist ja zwar logisch, dass sie ein Gewicht haben, aber jo, nervig ist es trotzdem. So, da haben wir noch den ganzen Alchemie-Kram. Hier Zelt, ne, Leder ist das. Okay, was haben wir hier? Giftextrakt. Oh, das hatten wir schon mal, hatten wir da einige verkauft. Das habe ich noch oft hier, das hier zum Beispiel. Es gibt auch gar nichts. Naja, Alchemie und Handwerk lasse ich mal jetzt die Finger davon. Die Quest-Dinger natürlich auch. Was haben wir hier? Den Kram. Eine Pfeife. Eine Tabakpfeife. Die haben wir sogar 9 Mal. Super, die bringt halt gar nichts. Rehhaut. Wolfsfell. Das wird sogar ein bisschen Gold geben. Aber wäre dann besser, wenn man zu einem Gaber geht oder sowas. Keine Ahnung. Hasenfell. Ah, verwesendes Fleisch. Das kann ja nichts Dolles sein. Becher. Eine Kerze. Komm, ich muss mich mal von irgendeinem Mist da trennen. Das kann ja alles nicht wahr sein. Würde ich sagen, machen wir hier die Kerzen weg. Wow. Und holen uns ein paar Kronen ab. Dann hier den Kram weg. Es ist der Wahnsinn, wie ich mich von allem trennen kann. Ne? Absoluter Wahnsinn. Was haben wir hier? Bärenfell. Da wird er mal sogar ein bisschen Gold dafür geben. Ja, und er hat hier oben noch so Karten, so Spielkarten. Da die Quint-Karten. Na gut, egal. Komm. Ne, ich laufe zum Schmied. Das ist mir alles zu doof. Tschüss. Bis dann. So, Schmiedemann, Schmiedemann, wo bist du? Da bist du irgendwo. Rüstungsschmied, genau. Ich hab noch ein bisschen Kram für dich. Du kannst nicht sicher ohne eine Gabrielle sein. Jo, das kennen wir schon. So, zeig mir, was du hast. Blick auf deine Ware. Jo, hab ich mal übersprungen. Wir müssen uns das ja nicht immer geben. So, würde ich sagen, verkaufen wir wieder ein bisschen Kram. Jo, den Kram kann weg. Hat der Satteltaschen zufällig im Angebot? Wahrscheinlich nicht, ne? So, machen wir hier weg, weg. Und weg. Tschüss. Das gibt alles kein Gold. Das gibt's doch gar nicht. Ah gut, der gibt vielleicht für die Rüstungssachen nur mehr. Logischerweise ist ja auch ein Rüstungsschmied, ne? Wäre eigentlich auch nur clever. So, komm, machen wir das weg. Ich werde trotzdem alle Waffen verkaufen, mich neu aus, also neu reparieren. Und dann gehen wir in den Kampf wieder zurück. Soll ich da was zerlegen? Das kostet aber auch wieder Gold. Und hier bekomme ich wenigstens ein bisschen Gold. Komm, dann machen wir es so. Tschüss, tschüss. Tschüss und tschüss. So, was haben wir hier oben noch? Diese Zeichen. Igni-Zeichen-Intensität. Nur 2%. Komm, da kann eins weg. Ja, wahrscheinlich kann man die später irgendwie zusammensetzen lassen. Dann ärgere ich mich. Wird wahrscheinlich so kommen. Kann man jetzt schon sagen. Naja. So, was haben wir jetzt an Gold? So ein bisschen was. Handwerk. Nee, da kann er nichts mehr reparieren. Da kann er was machen. Und zwar hier. Das kostet ordentlich Kohle. War klar. Danke. Beim Silberschwert. Ja. So, genau das gleiche Spielchen. Ja genau, das hatten wir ja nur einmal kurz verwendet. Und die Rüstung kann er mal eigentlich auch aufbessern. Auch wenn es jetzt sinnlos Gold kostet. Aber was soll er gerade machen? Ja, reparieren wir mal ein bisschen was. Verbesserungen entfernen brauchen wir nicht zu machen. So. Bleiben wir mal so. Bis dann. So, dann ist die Sache hier eigentlich erledigt. Jetzt ist echt nur die Frage, wie wir damit umgehen, ob ich jetzt diesen Schatz da suchen gehe. Das kann natürlich mega in die Hose gehen. Das wird mega in die Hose gehen, machen wir uns nichts vor. Soll ich es echt riskieren? Und es ist mir eigentlich auch zu dunkel und es regnet. Das ist echt total nervig. Ich will jetzt mal nochmal Sonnenschein. Warum auch immer. So. Reisen wir mal wieder zu dieser Küste. Echt, will ich das machen? Will ich das wirklich machen? Das kann so dermaßen in die Hose gehen. Ich kann natürlich hier hinreisen und dann hier weiter. Könnte ich natürlich probieren. Das wird nix. Das wird nix. Ich gebe einfach dort Vollgas. Vielleicht schaffe ich es ja irgendwie da drüber und vielleicht finden wir da irgendwas Cooles. Aber seid mir nicht böse, ich werde vorher einmal abspeichern. Weil das gebe ich mir nicht nochmal alles. Warum sind hier jetzt nicht nochmal 1000 Feinde oder so? Da lädt er kurz. Ja, kannst du machen. Ja, es ist spät am Abend. Ja, holen wir noch gerade die Sachen auf. Die Feinde, die wir hier gekämpft haben, die haben noch ein bisschen Loot liegen lassen, netterweise. Eine Tabakpfeife. Ja, ich muss den ganzen Quatsch da auch mal verkaufen. Bei Risen und so war ich es immer gewohnt, dieses Zeugs zu behalten, aber es macht echt eigentlich auch gar keinen Sinn. Vielleicht sollte ich wirklich den ganzen Kram einfach mal verkaufen. Da kann ich nicht so viel falsch machen, wie wenn ich den ganzen Kram die ganze Zeit mit mir mittrage. Du sollst aufnehmen. Au. Du sollst aufnehmen, mein Freund. Oh ja, achso, das sind die Waffen, die ich fallen ließ. Naja gut, die lassen wir liegen, die waren ja nicht so dolle.
Nochmal ganz kurzer Blick ins Inventar. Belastung 50 von 60. Okay, sieht man auch schon hier draußen. Und dann speichern wir mal hier ab. Das kann ja was werden. Es wird in die Hose gehen. Sind wir realistisch. So, und die Insel, wo ich hin soll, die ist da hinten. So, Weltkarte, wie sieht's aus? Ja, genau. Ja, genau, ist die Verlängerung hier einfach nur. Ach du Scheiße, das wird ja was. So, komm, dann da hinten die Insel müsste das eigentlich sein. Ich mache jetzt keinen einzigen Blick nach unten, einfach nur geradeaus schwimmen. In der Hoffnung, dass da nichts ist, was mich jetzt gerade stört. Hexersinn mal an, das könnte man schon machen. Aber da ist auch nichts. Komm, das ist ein Ort der Macht jetzt einfach mal. Einfach mal zur Belohnung, das kann doch nicht sein. Oh, nee. Ja, Erscheinung. Wobei Erscheinungen nicht so schwer waren. Oh, eine Nachterscheinung. Stufe 15. Tschüss, tschüss, tschüss. Lauf, Hexer, du Spinner, lauf doch. Ey, sag mal, ist ja bescheuert. Hexer. Ja, die haut mich wahrscheinlich einmal, dann ist die Sache erledigt. Gut, dann merken wir uns das einfach nur mal vor. Und da sind Feinde im Wasser. Och, ich mahne mich. Und die kommen natürlich genau auf mich zu. Wie kann man sich da eigentlich wehren? Gar nicht. Was sind das für Feinde? Voll die nervischen Mistviecher. Komm, schwimm, 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 schwimm. Wo bin ich jetzt rausgekommen? Ah, okay. Ne, dann lasse sie von mal ab. Oh nee, komm, das ist mir echt zu nervig. Was mit dem Wasserkampf muss ich mal trainieren an anderer Stelle. Ich glaube, da braucht man die Armbrust, die muss man dann nutzen oder so. Keine Ahnung. Oje, oje, Leute, bin ich so schlecht. Na, Angel, da können wir mal angeln, das ist doch mal toll. Das ist doch mal der ultimative Hammer. Geisterstaub, ja klar. Da laufen auch Geister rum, sogar im Wasser. Da oben hängt was am Baum, echt, ist das so? Ja, das ist tatsächlich so. Was hängt hier am Baum? Hallo Baum, lesen. Reisende, Vorsicht, Piraten, ihre Lager haben die Küste befallen, wie tödliche Pusteln. Ein wohlmeinender Bürger. Na, ja, danke. Schön, dass ich die Warnung jetzt bekomme, jetzt, wo ich von der anderen Seite komme. So, das da lassen wir mal, Stufe 15, aber können wir uns merken auf jeden Fall. Ja, und da würde ich sagen, beenden wir den Part hier an der Stelle. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, ob das mit der Aufnahme und so weiter alles geklappt hat. Dann gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Nicht mehr viel und dann machen wir mit der Hauptquest weiter. Das ist mir doch alles zu hart, das hier. Bringt auch kaum was, muss man ehrlicherweise zugeben. Aber ist noch ganz lustig eigentlich und bringt mich auch ein bisschen ins Schwitzen. Das macht mir auch Spaß. Jo, und dann, wie gesagt, sehen wir uns im nächsten Part. Haut rein, habt einen schönen Tag. Ciao.